Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zur ersten regulären Bücherwoche nach der Sommerpause. Und ich berichte heute über die erste Augustwoche bzw. auch meine letzte Urlaubswoche. Eigentlich war geplant, ja, so ein bisschen 2 Wochen jetzt zusammenzufassen, aber ich habe tatsächlich 4 Bücher in der ersten Woche des Augustes gelesen und dachte, bevor dann die Bücherwoche irgendwie zu lang wird, weil man weiß ja nie, ob man gut im Leseflow ist oder nicht, packe ich euch jetzt sozusagen die 4 Bücher zusammen mit einer kleinen anfänglichen Serienempfehlung in diese Bücherwoche. Ich habe auch in dieser ersten Augustwoche, in der meiner letzten Urlaubswoche, noch die Videoclips gemacht, wie ihr sie vielleicht beim Monatsreport gesehen habt, den packe ich euch mal unten in die Infobox. Ich habe ja in dem Rückblick immer so kleine Clips gemacht nach dem Beenden des Lesens, und so habe ich es auch in der Urlaubswoche noch gehandhabt. Und ich werde jetzt mal eure Meinungen abwarten, ob euch das gefallen hat, und das gegebenenfalls weiterführen oder so einen Mix draus machen, je nachdem, wie es natürlich immer passt. Man hat natürlich auch nicht immer unter der Woche ein Kameragesicht. Das ist, wie ihr wisst. Aber ich freue mich natürlich da über eure Reaktionen, Meinungen, wie ihr das so findet, ob das ein bisschen abwechslungsreicher ist, ob euch das gefällt, ob euch das zu viel ist, zu durcheinander, oder ob ihr es lieber habt, dass wir hier sitzen. Ja, ich habe, wie gesagt, 4 Bücher gelesen. Es war meine letzte Urlaubswoche und ich bin wirklich sehr, sehr erholt nach diesen 3 Wochen. Ich hatte traumhaftes Wetter. Ich war ja auch gar nicht irgendwie weg. Ich habe ja eine größere Reise im Winter geplant. Dementsprechend habe ich den Sommer hier verbracht und es war überhaupt nicht verkehrt. Ich glaube, von den 3 Wochen waren 3 Tage mal nicht so schön, und das war tatsächlich dann auch mal ganz gut, weil man dann auch einfach mal was erledigen konnte, ohne dass man dachte, man verpasst irgendwie einen Sonnenstrahl. Aber ich habe ganz viel Vitamin D aufgesogen und das wirklich sehr, sehr genossen, und jetzt bin ich sozusagen im Alltag angekommen, aber noch sehr entspannt und sehr ruhig, und hoffe, dass die Urlaubserholung sich auch noch ein Weilchen anhält. Ja, 4 Bücher sind gelesen. Ich packe die Bücher unten in die Infobox mit Informationen und dem Zeitstempel. Und am Ende werde ich auch noch über eine neue Netflix-Serie sprechen. Also, wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei. Da findet ihr alles. Heute nicht wie beim Monatsrückblick, sondern heute wie in der Bücherwoche bekannt, die 4 Bücher hintereinander. Ja, das erste Buch, ich dachte gerade, hier fehlt irgendwas. Das erste Buch der Woche war Moria. Das ist Die Mächte von Moria. Das ist der Auftakt einer Dilogie, die ich leider abgebrochen habe. Ein bisschen besser wurde es mit Enzo von Garth Stein, Die Kunst, ein Mensch zu sein. Ein Buch, was ich optisch wirklich total toll finde und dann auch jetzt dazu gegriffen habe. War auch nicht so dick. Das sieht man im Übrigen jetzt bei allen Büchern, dass die gar nicht so dick sind. So dann auch Der Bär von Andrew Grivac, eine Reise im Einklang mit der Natur. Ein Buch, was ich mir auch erst in dieser Urlaubswoche zugelegt habe. Deswegen habt ihr es bei den Neuzugängen noch gar nicht gesehen. Aber ganz frisch eingezogen, wurde direkt gelesen. Und dann habe ich den Bridgerton Guide von Charlotte Brown zur Hand genommen. Der inoffizielle Guide für alle Lords und Ladies. Auch kein sehr dickes Büchlein und hat auch viele Gimmicks drin. Und wie mir die Bücher gefallen haben, seht ihr jetzt in den Clips. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das erste Buch im August und auch das erste Buch in meiner letzten Urlaubswoche war Die Macht der Moria von Zerlina Cordova. Ich blende euch das E-Book hier auf jeden Fall mal ein. Ist der Auftakt einer Dilogie und habe ich leider nach 150 Seiten abgebrochen. Es ist nicht ganz ein Drittel, das ist ja oft bei mir die Grenze, wo ich darüber nachdenke, breche ich ein Buch ab, ja oder nein. Es war ein bisschen knapp darunter, ich glaube, das Buch hatte so knapp 500 Seiten, also nicht ganz ein Drittel, aber fast. Das Buch lag jetzt doch ein ganzes Weilchen auf dem E-Book-Sub und irgendwie dachte ich mir, als ich so durch meinen E-Book-Reader ging, komm, das befreist du jetzt noch im Urlaub. Es klang fantastisch, es ist Fantasy und es klang einfach toll. Es ist der Auftakt einer Dilogie und auch der zweite Band ist schon da. Und wenn es dir gefällt, hast du direkt was, was du diese Woche noch feiern und begeistern kannst. Ja, es war leider nicht ganz so. Ja, wir treffen auf Renata. Sie ist eine Moria und verfügt über eine ganz besondere Gabe. Sie kann nämlich Erinnerungen stehlen und das klingt auf jeden Fall richtig, richtig cool. Sie hat die Kindheit am Königshof verbracht, spioniert dort dann eben auch politische Gegner aus und schließt sich dann
aber den Rebellen an, nachdem sie da geflüchtet ist. Doch dann wird der Rebellenführer gefangen genommen und Renata muss ja hier im Grunde jetzt wieder überlegen, was ist richtig, was ist falsch, wie kann sie hier helfen und welcher Seite gehört eigentlich ja, ihr Herz oder ja, wofür brennt sie ein bisschen mehr. Also mich hat hier tatsächlich der Einstieg sehr gestört. Es war sehr schnell, es war sehr chaotisch, man war direkt drin, man hat überhaupt von nichts eine Ahnung und irgendwie wurde man wirklich reingeworfen. Also das finde ich bei Fantasy nicht immer unbedingt schlecht, aber hier war es irgendwie wirklich chaotisch. Ich wusste gar nicht, wer, was, wann und wo bin ich selbst und was ist mit Renata. Und es war mir einfach zu schnell, es war zu chaotisch und ich mochte es auch sprachlich nicht so richtig gut. Ich fand es auch sehr holprig zu Beginn. Ich habe auch keine Verbindung jetzt in den 150 Seiten zur Protagonistin aufbauen können. Der Schreibstil war schon holprig, er war irgendwie auch sehr simpel. Es wurde wenig erklärt, es war wenig Bildhaftes, es kam bei mir auch überhaupt keine Spannung auf. Und so spannend ich die Gabe von Renata fand, so wenig spannend wurde es im Grunde rübergebracht. Also es war irgendwie alles sehr banal, es war ja fast zu locker und ich bin da nicht reingekommen. Also ich bin in die Welt nicht reingekommen, ich habe die Gabe nicht gespürt, ich konnte mich Renata irgendwie nicht anschließen, ich habe ihre Beweggründe nicht verstanden und was sie denkt, was sie fühlt, obwohl wir eigentlich schon sehr nah irgendwie an ihr dran waren. Also das war leider nicht so meins und ich habe das halt einfach ja angefangen zu lesen und dachte dann irgendwie, pff. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergelesen und dachte, ja, ein bisschen Geduld, ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, aber lese einfach noch ein bisschen, versuche auf dieses Drittel zu kommen, weil oft ist es dann schon so, dass man dann wirklich vielleicht nochmal einen Switch in der Geschichte hat, gerade wenn dann eben der Mittelteil beginnt und man irgendwie sagt, so jetzt kommt der Spannungsaufbau, es wird noch besser, es wird noch mehr, aber das war hier nicht. Also ich fand wirklich das holprige, chaotische und sehr banale und mich nicht in die Welt mitnehmende, nichts Erklärendes, ich fand das wirklich sehr anstrengend und es hat irgendwie keinen Spaß gemacht und ja, dann habe ich das E-Book wieder zugeklappt und dann zum nächsten Buch gegriffen. So ist das eben, manchmal ist natürlich schade, aber ja, manchmal geht es nicht anders. Dementsprechend, ja, leider abgebrochen, aber Buch vom Sub befreit, das ist ja zumindest auch was. Gerade wenn es mal ein älteres Subbuch ist, ist man ja ganz froh, wenn man das auch mal beendet und abschließt. Und ja, leider, klang wirklich gut, aber war leider nichts für mich. Beim zweiten Buch im August handelt es sich um Enzo oder die Kunst, ein Mensch zu sein von Garth Stein. Ein Buch, ja, ich bin auf den Hund gekommen und ich hatte Lust, einfach dieses Büchlein zu lesen. Ich habe es auch an einem Abend und ein bisschen was am nächsten Nachmittag weggelesen. Ich habe ja jetzt in der ersten Augustwoche auch noch Urlaub und ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich das Buch, ich glaube, letztes Jahr gesehen habe. Es war, glaube ich, aber irgendwo auf BookTube und ich fand es so schön und habe dann auch diese wunderschöne, coole Ausgabe. Ich glaube, er tauscht, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir treffen hier Enzo, der als Welpe zu seinem Herrchen kommt, zu Danny und dort lernt er eben das menschliche Leben kennen. Also alles, was Danny unternimmt, beobachtet Enzo und egal, ob es um Geburten geht, um Feiern geht, um den Tod geht, Enzo beobachtet das menschliche Leben und möchte hier auch ganz, ganz viel lernen, denn er möchte irgendwie mal im nächsten Leben ja dem Menschen bzw. seinem Herrchen Danny näher kommen und eben auch wissen, was er dann als Mensch zu tun hat, wenn er denn als Mensch wiederkommt. Und die Geschichte wird aus der Sicht von Enzo, des Hundes, beschrieben. Das muss man mögen. Ich weiß, dass es den einen oder anderen gibt, der das nicht so gerne liest. Natürlich wird Enzo dadurch auch ein bisschen vermenschlicht. Ich fand das hier aber in einem ganz guten Rahmen gemacht. Es gab auch viele Momente, wo man schon einen Unterschied gemerkt hat zwischen Mensch und eben, wie man sich wahrscheinlich vorstellt, dass eben ein Hund die Welt sieht. Aber ich lese das sehr gerne. Ich finde, das hat Garth Stein auch richtig gut gemacht und hat uns das Leben von Enzo, seinen Gedanken auch wirklich gut rübergebracht. Ich mochte den Humor sehr gerne, der hier Enzo begleitet, der die Geschichte begleitet. Ich mochte die Dinge, die Enzo betrachtet hat, wie er sie rübergebracht hat, wie uns das erzählt wurde, wie auch das Leben des Menschen von Danny eben wahrgenommen wurde. Ich bin aber nicht so richtig emotional reingekommen und ich kann auch gar nicht so richtig sagen, woran es lag. Mir war es an mancher Stelle schon so, dass Enzo zu brav war für einen Hund, dass er
einfach zu viel verstanden hat und immer wusste, wie er sich richtig verhalten muss. Das war mir manchmal einfach zu unrealistisch, insofern wie realistisch kann jetzt diese Geschichte sein, aber ihr versteht, wie ich das meine. Es waren auch zu viele Wiederholungen, also Enzo erzählt uns sehr häufig das Gleiche. Es wird viel Formel 1 oder ja Autorennen geguckt, wo ich dachte, ja, natürlich ist das interessant für einen Hund. Meine Katzen haben früher auch sehr gerne Formel 1 geguckt im Fernsehen. Aber das ist jetzt nichts, was das menschliche Leben irgendwie weiterbringt. Klar gehört es gegebenenfalls eben dazu, wenn jemand da Rennauto begeistert ist. Aber uns das immer wieder zu erzählen, das waren eben mehrere Themen, die immer wieder ein Thema wurden, wo ich eben schon dachte, ach Mensch, irgendwie, das hätte es für mich eben einfach gar nicht so gebraucht. Zudem gab es natürlich emotionale Momente, aber es hat mich auch nicht so richtig ergriffen. Also tatsächlich hat es eher meinen Humor getroffen als die emotionale Seite. Auch mit den Tränen, was dann einige ja auch gesagt haben, dass sie hier mit Tränen gekämpft haben. Ja, es war emotional, aber mir war Enzo an mancher Stelle doch zu weit weg und auch das menschliche Leben. Und irgendwie hat es mich nicht ganz gecatcht. Es war ein schönes Buch, es war schön zu lesen, es war auch sehr angenehm vom Schreibstil, es war leicht, es war locker, es hatte schon auch diese Brise Hundiges, was es eben einfach braucht, wenn man aus der Hundeperspektive schreibt. Aber ich weiß nicht, so richtig ganz nah bin ich der Geschichte nicht gekommen. Also ein gutes Buch, aber es wäre jetzt für mich nicht das Lebenshighlight oder auch das Buch, was ich jedem empfehlen würde. Da gibt es definitiv andere Hunde- oder auch Tiergeschichten. Also wenn ich an die Katze des Dalai Lama denke, wenn ich an den Herzensräuber denke, das sind tierische Geschichten, die mir definitiv das Tier, das Leben drumherum und so weiter näher gebracht haben und wo ich einfach mehr mitgefiebert und mitgefühlt habe, als es hier bei Enzo der Fall ist. Eine schöne Geschichte, perfekt für den Sommer. Ich habe nicht zu viel denken müssen und habe mich da gut unterhalten gefühlt. Und das ist am Ende ja auch einfach etwas, wofür Bücher stehen. Es muss nicht immer alles hochtrabend sein, man muss nicht immer gedanklich total überfordert sein, sondern gerade bei wunderschönen sommerlichen Temperaturen eine leichte Geschichte, die man gerne liest, in der man sich irgendwie verliert und einfach wohlfühlt. Mehr muss es ja gar nicht haben. Eine schöne Geschichte, über die ich mich freue, jetzt auch die gelesen zu haben. Und mal gucken, wie es dann im August sozusagen weitergeht. Heute düftelt bei mir Cuban Mojito, ein Duft, der wirklich wunderbarst düftelt, lecker riecht und auch den Raum so ein bisschen Kühle gibt, während ich selbst, ich glaube, einen Hauch zu viel in der Sonne war. Aber ich passe farblich ganz gut zum Buch von Andrew Krivak, Der Bär. Eine Reise im Einklang mit der Natur. Ein Buch, das mir einige Male über den Weg gelaufen ist, seitdem es erschienen ist. Auf BookTube, auf Bookstagram, überall war dieses Buch, zumindest in meiner Bubble, auch mal zu sehen. Die Meinungen überschlugen sich, es wurde total gehypt, es war positiv bewertet. Und ich dachte dann, ich glaube jetzt, wie ich in Würzburg war, jetzt nimmst du es mit. Und ich hatte auch direkt Lust darauf, es zu lesen. Es ist ein sehr dünnes Buch. Dementsprechend dachte ich, ja, es passt jetzt in den Nachmittag nach einer Wanderung auf jeden Fall ganz gut. Einfach entspannt da sitzen und lesen. Und das klappt tatsächlich jetzt, finde ich, in der dritten Urlaubswoche auch ganz gut, sich einfach auch mal so ein bisschen wieder entspannt den Büchern zu widmen und auch bei 30, 35 Grad durchaus mal zu lesen. Ja, das Cover verrät es schon. Es geht scheinbar um einen Bären. Aber so ist es nicht ganz. Wir treffen ein junges Mädchen, ich glaube zu ihrem 5. Geburtstag. Sie lebt mit ihrem Vater mitten in der Natur, umgeben von nichts außer Wäldern. Und ihr Vater macht ihr ein Geburtstagsgeschenk. Sie erzählt uns von im Grunde den starken Wintern, den Frühlingen, die überraschend kommen und ihrem Lieblingstag. Das ist der Tag rund um die Sommersonnenwende, denn da hat sie Geburtstag. Und sie bekommt auch von ihrem Vater immer etwas Besonderes geschenkt. So auch an diesem Tag und beide führen dann eben auch einen Dialog und wobei das im Grunde nicht wie ein Dialog aussieht, sondern uns nur erzählt wird und nicht wirklich mit den typischen Satzzeichen versehen ist. Und wir erfahren, dass die Mutter der Kleinen verstorben ist, kurze Zeit nachdem sie auf die Welt gekommen ist, dass sie im Grunde ihr Baby noch versorgt hat, soweit es eben ging und irgendwann aber nachts nicht aufgestanden ist und dann eben gestorben ist. Wie ihr Vater sich darum dann gekümmert hat, wie es mit der verstorbenen Mutter, mit im Grunde dem Körper weitergegangen ist und was es dann auch mit dem Bären auf sich hat, den die Mutter gesehen hat. Auch ein Gebirgsabschnitt, der aussieht wie ein Berg, hat der Mutter besonders gefallen und wir gehen hier mit Tochter oder dem Mädchen und ihrem Vater eben durch die Natur
Und das sprachlich nicht so einfach. Also es ist schon etwas hochwertiger, würde ich jetzt sagen, geschrieben. Man muss schon auch darüber nachdenken, was man liest. Ich fand es aber nicht wirklich anstrengend. Ich fand es okay. Ich fand es nur sehr befremdlich, dass eben Dialoge, die uns erzählt werden, keine Dialoge waren, sondern die alle so in einem Satz irgendwie, also ja, in Sätzen erzählt wurden. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, gewöhnungsbedürftig und fand aber das poetische und wirklich wunderbare Worte findend für etwas, was gerade passiert, was erlebt wird, sehr schön. Also man spürt hier die Natur, man spürt die Verbundenheit dahin, man spürt das Mädchen, das eben auch älter wird, dass sie uns eben auch näher bringt, was sie empfindet, was sie fühlt, was sie für Gedanken hat, wie sie mit ihrem Vater eben auch ja, ins Gespräch geht. Man erfährt, wie es ja, Menschen eben ergeht, wenn sie außerhalb der Zivilisation leben. Und das, finde ich, hat ja, der Autor richtig gut rübergebracht. Das hat mir sehr gut gefallen. Womit ich meine wirklich extremen Probleme hatte, war, wie mit Tieren umgegangen würde. Denn natürlich sind wir hier an einem Ort, an dem man eben nicht in den Supermarkt geht und irgendwie das fertige Steak kauft oder gar daran denkt, ja, Alternativprodukte zu kaufen. Und wie hier eben Tiere umgebracht, gejagt werden, auseinandergenommen werden. Und das fand ich gerade bei den ersten Tieren, da ging es um einen Gänserich und eine Muttergans und wie unmenschlich man einfach, ja, damit umgegangen ist. Das fand ich wirklich schlimm. Und ja, jetzt bin ich vielleicht besonders empfindlich, wenn es um Kinder und Tiere geht. Ich kann das auch zum Beispiel in Thrillern sehr schwer lesen. Und ich fand das hier wirklich, ich weiß nicht, ja. Also es sollte uns natürlich zeigen, zu was der Mensch fähig ist. Und ich glaube, dass ein gejagtes Tier, was regulär ein Leben lang im Wald umherlief und dann gut geschossen wird und direkt tot ist, dass das wahrscheinlich, also das ist die bessere Variante als jedes Tier, was in der Massentierhaltung von uns gequält wird. Aber das so in dieser Ausgiebigkeit und es hörte nicht mit Gänsemama und Gänserich auf und gerade dann auch so im letzten Drittel, also da erfährt man wirklich, wie oft sie was und wie und gejagt hat und gegessen hat. Und ich dachte, das interessiert mich überhaupt nicht. Mir ist bewusst, dass Menschen in der Natur oder Naturvölker natürlich auf das Fleisch von den Tieren angewiesen sind. Und ich bin froh, dass ich die Wahl habe, dass ich das nicht essen muss. Und auch nicht jagen muss. Wobei, ich glaube, es täte so manchen überkonsumierten Fleischesser tatsächlich gut, wenn er mal wirklich auch ein Tier erlegen müsste und dann einfach mal sieht, was, also wie aus dem Tier das Produkt wird, was dann auf dem Teller landet. Aber es ist ein ganz anderes Thema, da wollte ich gar nicht hin. Aber mir war das zu viel. Also ich habe das wirklich nicht verstanden, warum man mir das in dieser ganzen Detailreichtum erzählen musste. Ich hätte mich für andere Dinge mehr interessiert. Also tatsächlich auch mal, wenn es in den Wald ging, was man da gebrauchen kann, wie man es verwenden kann, was einem der Wald für ein Gefühl geben kann. Und das ist natürlich schon rübergekommen. Also der Wald ist natürlich auch ein großes Thema, das Leben darin, das Leben damit. Aber ja, also es war okay. Ich habe es gerne gelesen. Ich mochte den Stil, als ich dann drin war, auch gerne. Aber diese hochlobenden Worte für dieses Buch kann ich nicht nachvollziehen, weil ich glaube schon gerade für mich auch dieser tierische Aspekt da drin einfach mir vieles auch kaputt gemacht hat, wo ich dachte, ach, jetzt nehmen wir wieder irgendwas auseinander. Und ich da einfach ja, vielleicht ein bisschen zarter beseitigt bin, ich weiß es nicht, mir das wirklich ja, Schmerzen zufügt, ich das unfassbar ungern lese, mir schon gar nicht vorstelle und leider hat es der Autor sehr bildhaft beschrieben, also man kann das als Vor- und Nachteil sehen, aber ja, es war ein Buch, was mir gefallen hat, ich hätte ein Highlight erwartet, habe ein okay Buch bekommen und wenn einem vielleicht diese tierischen Aspekte, entschuldigt, nicht ganz so Schmerzen, dann ist das vielleicht tatsächlich auch ein Highlight-Buch, weil das Leben in der Natur, das Leben außerhalb der Zivilisation wird hier wirklich gut und schön beschrieben. Es macht auf jeden Fall Spaß, in diesen Momenten dann auch einzutauchen, aber ja, es war jetzt auch gefühlt nicht das wahnsinnig bahnbrechendste, neueste, was ich mir irgendwie vielleicht auch erwartet hätte. Und ich hätte auch mehr vom Bären erwartet. Also ja, er spielt eine gewisse Rolle, aber ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie anders. Aber gut, ja, dafür kann der Autor am Ende ja nichts, was ich mir vorstelle. Ja, nicht das Highlight, was ich erwartet habe, aber dennoch ein Buch, was ich ja
okay gelesen habe. Und ja, aber nichts, was mir, glaube ich, auch dauerhaft in Erinnerung bleibt. Leider. Weil, ja, wenn ich mir ein Hardcover kaufe, ja, erwarte ich dann eigentlich schon oder erhoffe ich mir ja oft ein Highlight dahinter. Aber leider wird dieses Buch weiterziehen. Ich hatte mir im Juli das Buch rund um Bridgerton mitgenommen und dachte, das wäre jetzt auch so etwas Schönes, Knackiges für den heißen Nachmittag im Garten. Und genauso ist es gewesen. Bridgerton, der inoffizielle Guide für Lords und Ladies von Charlotte Browne, ist vom Cover richtig cool gemacht, also sieht optisch auf jeden Fall schön aus. Ich bin ja ein großer Fan der Serie. Ich habe Staffel 1 geliebt und auch Staffel 2. Ich fand diese ganze Mischung richtig, richtig toll. Und ja, es ist natürlich nichts, was wirklich historischen Hintergrund hat. Die Regency-Zeit, die gab es natürlich, auf die sich die Serie im Grunde beruht. Und wir verfolgen ja hier die Familie Bridgerton. Und es gab in jeder Staffel etwas, was ich so ein bisschen kritisiert habe. Und ja, aber dennoch für mich eine kleine Highlight-Serie. Ich habe da auch wirklich alle Folgen direkt immer so gefühlt weggesuchtet. Ich habe auch das erste Buch der Autorin gelesen, weil ich einfach wissen wollte, ob mir die Bücher vielleicht noch mehr geben als die Serie. Das war aber nicht der Fall. Und so habe ich nach dem ersten Buch auch einfach aufgehört und gesagt, ich freue mich jetzt einfach auf jede Staffel, die da kommen wird. Denn das Schöne an den Serienstaffeln ist eben einfach, dass wir doch auch die Nebencharaktere ein bisschen mehr einbinden, was jetzt zumindest im ersten Buch nicht ganz der Fall gewesen ist. Also wir haben in der Serie da definitiv schon mehr über die Nebencharaktere erfahren, als es im ersten Buch der Fall war. Auf dieses Buch hat mich die liebe Buchling Janine gebracht. Ich verlinke ihren Kanal auch mal unten in der Infobox. Und ich dachte, ja, für zwischendurch ist das bestimmt richtig schön. Und das kann ich auch sagen. Also wenn man Bridgerton, die Serie, mochte, wenn man daran Spaß hat, dann ist dieses Buch auf jeden Fall unterhaltsam. Es enthält allerlei Informationen, sowohl historische über die Regency-Zeit, was ist wann, wie irgendwie passiert. Also wir haben hier sehr viel geschichtlichen Hintergrund. Wir haben hier auch Spiele drin, Quiz drin. Also das war mir fast ein bisschen, ja, also es fängt ja, glaube ich, schon an, mit welcher Bridgerton-Charakter man wäre. Und ich wusste da eigentlich relativ schnell, wer ich sein könnte. Ihr könnt ja gerne mal raten, was da auf mich zutrifft. Dann werden eben auch verschiedene Begriffe erklärt. Es gibt eine Etikette, es wird über Skandale gesprochen, es wird übers Flirten gesprochen mit dem Fächer oder auch dem Taschentuch. Dann geht es so ein bisschen auch weiter, was hat man getanzt, wie war der Kodex und ja, und so weiter. Und ich fand das ganz niedlich gemacht, also ich habe das wirklich in einer guten Stunde, vielleicht auch eineinhalb, gelesen. Muss sagen, es hat mich unterhalten, es war locker, es war leicht, es hat ja diese ganze Regency-Zeit einen wirklich auch nochmal näher gebracht. Ich fand besonders die historischen Fakten einfach mal wieder spannend, so zu sehen, ach ja, genau, das hat diese Zeit ja ausgemacht, das wird eben auch nochmal alles erklärt. Und das fand ich auch richtig gut. Ich mochte es auch, über die Etikette zu sprechen, über wie man hier noch geflirtet hat, was irgendwie wichtig war, was man nicht durfte. Und ich bin immer wieder froh, dass ich einfach in der jetzigen Zeit lebe und mich nicht mit irgendwelchen Etiketten und dem Tageskleid und dem Abendoutfit irgendwie beschäftigen muss. Wobei, wenn man natürlich sich so 3-4 Mal am Tag umzieht. Ja, warum nicht? Na, letzten Endes ist das ja auch nicht verkehrt. Ich fand es wirklich unterhaltend. Für mich ist es nur so ein bisschen, ich glaube, das Buch hat jetzt 12 Euro gekostet. Da muss ich wirklich sagen, ah, also Preis und was man dafür bekommt, war schon ein bisschen mau. Also das muss ich echt sagen, da war ich jetzt nicht unbedingt enttäuscht, weil ich hatte etwas Leichtes, Lockeres erwartet. Aber ich muss hier schon sagen, dass ich ja irgendwie für 12 Euro auch einen wahnsinnig großen Roman mir hätte natürlich kaufen können. Ich möchte gar nicht das im Grunde eigentlich kritisieren, weil ich ja mich vorher dafür entschieden habe, für dieses Buch auch die 12 Euro auszugeben. Aber es hätte ein bisschen mehr haben können. Also es war mir doch manchmal ein bisschen zu leicht, ein bisschen zu flapsig, ein bisschen, ja, zu viel Quizze hier, Rätsel dort, gebe Begriffen irgendwie den richtigen Namen. Und da habe ich schon gedacht, ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht nur Spielereien haben. Es gibt auch einen Teil, wo man darin ausmalen kann, wo ich dachte, würde ich wirklich in einem Buch jetzt das Ausmalen anfangen? Ah, da war ich mir so ein bisschen unsicher. Aber es ist natürlich wirklich, ich gucke gerade mal, ob ich das mit den Ausmalen finde, es war natürlich wirklich schon niedlich gemacht und es ist da, glaube ich, auch für jeden Fan irgendwie was dabei. Für mich ein Buch, wo ich jetzt einfach denke, ja, habe ich gelesen, hat mich gut unterhalten, aber mehr tatsächlich auch nicht. Es hat mich jetzt auch nicht
Ja, es hat mir auch nicht komplett neue Welten im Grunde von Bridgerton gezeigt. Also es ist jetzt auch nichts, was man irgendwie vielleicht hätte wissen müssen. Ich glaube, die Serie ist da absolut ausreichend. War schön, war nett, wird aber definitiv weiterziehen und wird jetzt nicht mein Regal irgendwie noch befüllen, weil das war jetzt definitiv kein Highlight. Es war niedlich, es war locker, es war leicht, es war auch wirklich von den Infos, die es gab, tatsächlich nicht schlecht, aber so ein bisschen mehr Substanz, glaube ich, hätte dem Buch tatsächlich gut getan. Da freue ich mich eher auf Staffel 3, bin da sehr gespannt, was uns da erwarten wird und bin aber froh, dass ich es gelesen habe und guckt gerne mal bei Janine dabei, wenn ihr sie noch nicht kennt, wie sie über dieses Büchlein schwärmt, was ja mich zumindest dazu gebracht hat, dass ich es mir auch besorgt habe und es war auch schön, es war gut, aber mehr dann tatsächlich auch nicht. Und das waren sie jetzt, die 4 Bücher, beziehungsweise ja nur 3/3 Bücher, weil ich ja das erste Buch abgebrochen habe. Ist aber gar nicht schlimm, denn ihr wisst, ich bin da gar nicht so empfindlich, was Abbruch von Büchern irgendwie angeht. Von daher finde ich das gar nicht irgendwie schwierig oder ja, also man sollte seine wertvolle Lebenszeit einfach mit guten Büchern verbringen. So auch mit guten Serien, denn am Freitag hat eine neue Netflix-Serie begonnen, The Sandman. Ist auch Netflix produziert und beruft sich auf, ich glaube, Graphic Novels sind es, nicht Comics, sondern Graphic Novels von Neil Gaiman und spielen im DC-Universum, also wo man auch Batman, Superman und den Joker findet. Und man kennt auch schon einen Charakter aus diesen Comics, nämlich Lucifer. Darauf beruht ja, ich glaube, eine Serie, die bei Prime läuft, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe es damals mit dem Hörspiel probiert, das unter anderem von David Nathan sehr, sehr gut vertont war. Ich habe auch relativ lange durchgehalten, habe es dann aber irgendwann abgebrochen, weil ich einfach so verwirrt war. Ich überhaupt nicht verstanden habe, wer bin ich, wo bin ich, was bin ich und wozu das Ganze. Und war aber trotzdem super neugierig jetzt auf die Serie und habe mich da total drauf gefreut. Und auch viele bekannte Schauspieler aus dem Game of Thrones Universum zu sehen oder auch aus Harry Potter, beziehungsweise der Schauspieler, der ist auch noch in anderen Filmen und so zu sehen. Und bin sehr angetan von den ersten 4, 5 Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe. Insgesamt hat die erste Staffel, ich glaube, jetzt 10 Folgen, auch unterschiedlich lang. Ich glaube, von ein bisschen was über 30 bis knapp an die Stunde. Und ich mag diesen Fantasy-Einschlag, gleichzeitig so diese Düsternis, die man halt eben auch einfach von Gaiman kennt, aber auch aus dem DC-Universum. Und ich mag es, wie düster es ist und wie toll einfach das Szenenbild tatsächlich so bisher war. Es geht hier ja um The Sandman und Grimm oder auch Morpheus, der König im Grunde des Traum- und Albtraumreiches, der von einem Magier oder von, im Grunde gefangen genommen wurde über eine sehr, sehr lange Zeit. Und auch seine 3 Insignien, die ihm diese Macht verleihen, wurden ihm dann im Grunde abgenommen. Und die sind auch abhanden gekommen. Und eines Tages schafft es Morpheus im Grunde, sich daraus zu befreien oder wird befreit. Und ist dann eben auf der Suche und muss die an ganz unterschiedlichen Stellen suchen. Und wir sind dann auch an sehr spannenden, düsteren Orten und gleichzeitig begleiten wir noch einen anderen Charakter, ich möchte es gar nicht irgendwie spoilern, der im Grunde auch was mit den Insignien zu tun hat und verfolgen Morpheus hier umher. Ich bin ein großer Fan wirklich des Bildes, es ist dunkel, es ist düster, es ist einnehmend, es nimmt sich Zeit, auch mal so einen Moment in der Szene zu verweilen. Ich mag den Schauspieler, leider Namen nicht notiert, der den Morpheus im Grunde spielt. Ich mag auch so die Nebencharaktere, die bekannt sind und mir macht das bisher wirklich großen Spaß. Also ich werde jetzt auch unbedingt weitergucken. Ich bin am Wochenende nicht ganz so zum Serienschauen gekommen. Es ist halt so, bei 30 Grad sitze ich halt nicht vor dem Fernsehen oder vor dem Tablet und gucke irgendwie Serie. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich neugierig, wo das Ganze hinführt, wo das hingeht und hoffe, dass es natürlich, wenn es ein offenes Ende ist, was ich ja vermute, weil es auf einer Graphic Novel Reihe basiert, dass es dann im Grunde bei Netflix auch weitergeht. Es gab ja in der Vergangenheit schon durchaus 2, 3 Serien, die ich toll fand, die dann nicht weitergemacht wurden, beziehungsweise gab es ja auch Serien, die man spannend fand und dann aber schon irgendwie hörte, die gehen nicht weiter, dann fängt man die gefühlt halt auch nicht immer irgendwie an.
Aber ja, da auf jeden Fall schon mal eine kleine Empfehlung. Vielleicht werde ich nächste Woche oder in der nächsten Bücherwoche nochmal erzählen, wie ich es dann final gefunden habe. Aber das hat mich auf jeden Fall, die fünf Folgen, auf jeden Fall sehr, sehr gut begeistert und unterhalten. Und das ist ja auf jeden Fall wichtig. Und alles in allem, mein Zettel verrät mir, dass ich soweit alles habe. Ich würde jetzt, glaube ich, tatsächlich vermuten, dass es die nächste Bücherwoche erst in 2 Wochen gibt. Ich werde mich jetzt mal dran setzen und den Heidelberg-Vlog schneiden und den dann einfach mal für den nächsten Samstag planen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So ein Vlog schneiden ist halt doch immer ein bisschen was aufwendiger, auch wenn ich jetzt nicht die Schneidekünstlerin à la Steffi vom Buchschnack bin. Aber deswegen werde ich auf jeden Fall mal mein Bestes tun, sodass ihr da ein paar tolle Impressionen dann hoffentlich auch aus dem Heidelberg-Vlog bekommt. Und dann kommt die nächste Bücherwoche. Und ich hoffe, euch hat die Bücherwoche gefallen in der anderen Art. Ich freue mich wirklich auf eure Rückmeldungen, wie ihr das mit den Clips findet und ob wir da vielleicht irgendwie eine Mischung hinbekommen. Schreibt es mir wirklich sehr, sehr gerne. Alle Bücher unten in der Infobox. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.